Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein spektakulärer Schiffsunfall vor der Küste von Hawaii hat vermutlich 9 Menschen das Leben gekostet. Ein amerikanisches Atom-U-Boot stieß mit einem japanischen Fischfangschiff zusammen. Während das U-Boot nach Angaben der US-Marine unbeschädigt blieb, sank der Fischtrawler, der auf einer Ausbildungsfahrt war. Die meisten Menschen an Bord konnten sich retten, 9 werden aber noch gesucht, unter ihnen 4 Jugendliche. Die Küstenwache in Honolulu hat wenig Hoffnung, sie lebend zu finden. Es geschah beim Auftauchmanöver dieses atomgetriebenen U-Boots. Die USS Greenville rammte von unten das japanische Fischereischulschiff Ichimemaru. Das sank in Minutenschnelle 20 Kilometer vor der Küste von Hawaii. 26 Überlebende rettete die US-Küstenwache. Nach 9 Menschen wurde noch viele Stunden später gesucht, darunter 4 17-jährige Schüler. Noch weiß man nicht, warum das U-Boot das Schulschiff übersehen konnte. Normales Auftauchen erfolgt eher langsam und vorsichtig. Und die Ichimemaru war ein großes, über 50 Meter langes Stahlschiff. Diese Bilder entstanden beim Auslaufen aus dem japanischen Heimathafen am 10. Januar. An der USS Greenville, Träger von Cruise Missiles, waren Schäden zu erkennen. Die Navy in Washington erklärte, es sei nicht beschädigt worden. Unklar ist, wie schnell das U-Boot aufgetaucht war. Ein möglicher Verdacht, die Greenville könnte ein Schnellauftauchmanöver wie dieses exerziert haben. Dies sind Archivbilder eines anderen Boots. Solche Manöver sind eigentlich nur für Notfälle vorgesehen. Dabei besteht nach Expertenmeinung die Gefahr, dass die Lauschgeräte des U-Boots nicht funktionieren. Die Greenville hatte 16 Unternehmer als Gäste an Bord. Das sei, so die Navy heute, nichts Ungewöhnliches. Die US-Marine hat inzwischen bestätigt, dass bei den jetzt anlaufenden Untersuchungen auch die Frage nach einem möglichen Schnellauftauchen gestellt wird. Der Verdacht, Amerikas Militär handele fahrlässig oder gar rücksichtslos, ist politisch hochbrisant. Präsident Bush übermittelte Japan heute Bedauern und Beileid.